So, an alle Wartende schon mal einen wunderschönen guten Abend. Wir haben gemerkt, dass ein paar die Meeting-Code noch benötigen. Ich schicke den jetzt noch mal kurz rum. Normalerweise, wenn man den Link benutzt, müsste es ohne Code gehen. Aber der Raum füllt sich und damit keine Langeweile eintritt, gibt es eine kurze Impression über 2, 3 Minuten. Genießt das Video, entspannt euch heute Abend. Ihr habt schon genug und hart gearbeitet heute. Ich sehe heute ganz viele bekannte Gesichter und das soll eine relaxte Mind-Body-Runde werden, denn hartes Business macht ihr sowieso. Viele kennen den Film schon, ein paar nicht. Genießt ihn. Und jetzt beantworte ich die 44 WhatsApp-Nachrichten, dass der Meeting-Code freigeschaltet werden muss. Der Import von Kaffee nach Deutschland beträgt über 1,2 Millionen Tonnen pro Jahr. Umsatz mit Kaffee im deutschen Lebensmittelhandel liegt bei über 4 Milliarden Euro pro Jahr. Der Deutsche trinkt im Durchschnitt 3,2 Tassen am Tag. Während Corona stieg der Konsum von Kaffee um 44,6%. Es ist unsere Vision bei Mybali, die führende Plattform für den unternehmerischen Austausch zwischen Europa und Indonesien zu werden. Bereits heute ist Mybali als Experte für indonesische Lebens- und Genusskultur auf dem besten Weg, die Nummer 1 in Europa zu werden. Als Münchner Kindl mit indonesischen Wurzeln bin ich in einer traditionsreichen indonesischen Unternehmerfamilie multikulturell aufgewachsen. Durch meine vielen Reisen nach Indonesien habe ich festgestellt, dass dieser leckere Kaffee, den ich dort immer getrunken habe, dass es den nicht hier in Deutschland gibt. Deswegen haben wir 2016 angefangen, die ersten Tonnen von Indonesien nach Deutschland zu importieren. Und dadurch war die Idee Mybali Coffee geboren. Direct Trade war einer der wichtigsten Punkte für mich. Denn nur so ist gewährleistet, dass die Kaffeebauern, die Familie, die das Ganze anpflanzen, den Kaffee direkt zu einer deutschen, europäischen Familie schicken und die richtigen Menschen den Ertrag erhalten. Qualität der Kaffeebohne sind die entscheidendsten Erfolgsmerkmale von Mybali Coffee. Und nur so ist gewährleistet, dass mit einer schonenden Röstung dieser gute Geschmack in eure Tassen kommt. 2018 hatten wir dann unseren ersten Edeka-Markt in Belieferung und durch unser ständig wachsendes Vertriebsteam beliefern wir seither über 800 Supermärkte, wie zum Beispiel Edekas, Rewes, Markauf, V-Märkte, Famila etc. Unseren Mybali Concept Store in Nürnberg haben wir im Herbst 2020 mit lokaler Politikprominenz, dem indonesischen Generalkonsul aus Frankfurt und der Mybali Community eröffnet und bieten dort täglich unsere Kaffeespezialitäten an. Mybali gibt es inzwischen nicht nur im Supermarkt. In unserem Online-Shop über Amazon und weitere Online-Reseller durften wir schon tausende Kunden mit Kaffee versorgen. Durch unsere deutschlandweite Roadshow konnten wir bereits eine Vielzahl von Menschen von unserem Kaffee vor Ort überzeugen. So we hope that with this joint campaign, we will be able to introduce our coffee to the German market much more aggressively. We will also work with Mybali Coffee on many other joint campaigns together. Durch den großen Support der indonesischen Regierung, von einem gesamten Land und offizielle Zusammenarbeit mit den indonesischen Botschaften konnten wir unser Business-Netzwerk weltweit um viele wertvolle Kontakte erweitern. Außerdem ist es uns in 2021 gelungen, ins Ausland zu expandieren. So beliefern wir bereits Märkte in Niederlanden, Österreich und in der Schweiz. Somit ist unser Ziel im Jahr 2020, 2000 neue Supermärkte mit Mybali-Produkten zu beliefern. Aufgrund unseres rasanten Wachstums möchten wir alle Produktionsprozesse selber abbilden. An unserem neuen Standort in München, der ersten Mybali Coffee World, möchten wir die Familien ins tropische Indonesien verführen. Hier werden wir über die Produkte schulen. Es wird ein Erlebnisevent mit zusätzlicher Besichtigung der Produktion. Und von dort aus werden wir ganz Deutschland beliefern. Um unsere Cross-Selling-Quote vor Ort und online zu erhöhen, führen wir in Quartal 1, 22 neue Produktkategorien ein. Mit Mybali Tea, Spices und Chocolate
möchten wir unseren Kunden die perfekte Ergänzung zu Kaffee bieten. Im weiteren Verlauf des Jahres möchten wir unsere Maibali promoten. So, genug vom schönen Video. Jetzt muss man wieder ein bisschen weiterarbeiten. Erstmal danke an alle Partner, an alle Kunden, Netzwerker, Team, die heute mit anwesend sind. Eine werden versuchen, noch vergeblich hier reinzukommen. Das kann der Florian ganz einmal aufnehmen, dass wir an diesem Link arbeiten. Den schicken wir dann nochmal neu rum mit einer Freigabe. Wir haben diese Veranstaltung alle 2 Wochen. Viele kennen es schon. Danke an alle Newcomer oder Wiederkommer dementsprechend. Und das Ziel von heute ist, dementsprechend einen spannenden Abend zu machen. Spannend heißt, wir möchten euch mitnehmen auf die Reise. Und unser Ziel als Maibali Coffee ist es, euch mit zu unterstützen. Wir sind so der klassische Coffee-Provider, aber wir möchten euch unterstützen, eure Geschäfte stärker zu machen, gute Investitionsmöglichkeiten zu finden und dass ihr quasi die Tasse Kaffee nutzt, so wie sie schon früher war, um eure Geschäfte, Kundengespräche, whatever zu erweitern. Kurz vor meiner Vita, 2-3 Takte. Es ist immer kompliziert, sich selber vorzustellen. Dementsprechend mache ich es kurz. Ich habe früher in der Bank angefangen zu arbeiten. Bankkaufmann, liebe Kaffee, komme aus einer Handelsfamilie und habe dann angefangen, das Finance-Geschäft immer stärker Richtung Kaffee zu wandeln. Und warum? Weil der klassische Weg als Bankkaufmann beginnt mit der Tasse Kaffee. Der Banker trinkt mehr Kaffee und berät schlecht. Das wollte ich nicht. Ich wollte frei beraten, Mandate aufbauen. Wir haben dann auch bis 600 Arztmandate aufgebaut und betreut. Und dementsprechend haben wir den Weg aus dem Investmentbereich mit Anlagen Kaffee als Rohstoff geebnet. Und heute sollen viele kleine Videos, viele kleine Bildchen das Ganze ein bisschen begleiten, damit es nicht so ein reiner Monolog ist. Und unten links seht ihr so, wie sich das Projekt ein bisschen gewandelt hat. Da hat man quasi so die MyBank hatten wir als Projekt. Das war ein ganz, ganz spannender Ausflug. Wir haben MyBank im Internet als Patent gesichert vor ein paar Jahren. Und dann einen Monat später gab es eine asiatische große Bank, die auch MyBank hieß. Und wir waren dann einen Monat schneller im Patentrecht, was uns sehr wertvoll in dem Bereich gemacht hat. Und Ziel war, dass wir quasi an einem Ort, so war der Ursprung quasi, einen Kunden gut beraten können, sodass er nicht nur eine Bank, eine Versicherung, ein Investment abhängig ist, sondern wir wollten eine Unabhängigkeit. Und es hat sich zu Jahr weiterentwickelt und heute firmiert das Ganze unter Golden Hawk. Golden Hawk ist sozusagen der Goldstatus, den wir da erreicht haben und die Mandate betreuen. Danke ich auch an das ganze Golden Hawk Team, die unglaubliche Arbeit die letzten Wochen schon geleistet haben. Die haben allein mit Wertpapier über 300.000 Euro platziert in der Summe plus Strom. Also da geht schon einiges ab. Und unten rechts, da werde ich ganz sentimental. Das ist so der allererste Kaffeestand auf dem Asiafest. Das war dann 2017. Da seht ihr auch noch das alte Logo und quasi wir sind im Asiafest in München. Da haben wir knapp 20.000 oder 22.000 Besucher in München im Riemen gehabt. Haben wir von der Pike auf dem Festival aufgezogen und das war so der Urknall von Maibali Coffee. Und die Idee war im Endeffekt entspannt in der Atmosphäre zu trinken. Und ihr seht auch schon so die ersten Logo-Versuche, die die Firma gemacht hat. Man hat geschaut, okay, wie baut man es auf? Und hier war die erste Tonne Kaffee, die quasi mein Onkel mir die Hand gedrückt hat. Und er hat gesagt, komm, verkauf den Kaffee, mach was draus. Wir haben Handelsbeziehungen, Felder. Und so ist das Ganze entstanden. Und das geht nicht alleine. Das Ganze geht nur mit Partnern. Also man braucht viele Partner in dem Geschäft. Bin ich eins zu weit gerutscht. Und von diesem kleinen Kaffeestand, also von diesem minimalen kleinen Ding mit ein paar Tassen, sind wir auf ganz andere Kunden gestoßen. Das heißt, das Ganze ist nicht nur Vision im Kopf geblieben, sondern man hat halt die ersten Edekas angebunden. 2 Jahre später hatte man den ersten Edeka-Markt, dann den nächsten, dann den Streckenvertrag und in der Spitze hatten wir 500 Edekas, Baumarkt, Familienmärkte und wie immer, auch Vestas, einer unserer Partner im Goldbereich, wo uns ganz stark hebt, also ganz oben so die Finance-Ecke. Und heute auch zu Gast, was mir auch sehr am Herzen liegt, endlich auch der Gesundheitsbereich. Da haben wir heute die Geschäftsführerin von Aurum München mit an Bord. Heißt die Julia, herzlich willkommen hier. Ich kann euch nur raten, macht ein Probetraining da mal bei ihr aus. Die wird euch in einer halben Stunde einen unglaublichen Muskelkater bescheren.
Den braucht ihr nämlich. Wer bei MyBali Coffee arbeitet, muss Kaffeesäcke schleppen. Und wer keine Muckis hat, der kann zu Hause bleiben. Passt gut zum Krankenhaus, Klinikum, wo wir haben. Also der ganze Fitness- und Wellnessbereich und Gesundheitsbereich ist ein Kernstück von MyBali. Wir möchten das unglaublich supporten und somit nehmen wir gegenseitig die Netzwerke mit. Und ein Partner auch von Happy You, den nehme ich nicht so viel weg. Der macht im Endeffekt was ganz Spannendes. Das werde ich euch auch in Ruhe auch nochmal berichten. Da geht es darum, wie man quasi, wie der Stefan beim Arbeitgeber Sachen zaubert, wie die Mitarbeiter quasi gesünder leben können. Und vielleicht gibt es da einen Link zu MyBali, vielleicht gibt es dann auch einen Link zu Aurum, wo man buchen kann. Wer weiß, diese Veranstaltung soll heute nicht dazu dienen, zu zeigen, wie toll MyBali ist, denn MyBali bin nicht ich. MyBali sind inzwischen 2.000, 3.000 Menschen, die die Community darstellen. Und ich sehe mich so ein bisschen als Vereinssprecher, der probiert, es zusammenzuführen. Die meisten, die mich kennen, ich wohne außerhalb von München, ich bin rausgezogen, weil ich einfach diesen Trouble nicht mehr wollte. Ich lebe da genüsslich zurückgezogen in ein 300-Seelendorf, bin gerne Front, aber ich steuere gerne vom Background immer mehr das Geschäft und möchte die Community, den Bauern helfen. Also danke, dass ihr alle da seid. Ohne alle diese Partner, die ihr hier seht, wären wir nicht gewachsen, wir wären nicht so stark. Und das ist mal wieder der Beweis, dass wenn viele tolle Menschen zusammenhalten und helfen, da eine unglaubliche Power entsteht. Und das gebe ich euch allen Unternehmer oder Kunden oder whatever mit. Je schöner das Team, desto schöner ist auch eure Zeit, denn ihr verbringt sehr viel Zeit mit eurer Mannschaft und eurer Arbeit. So, starten wir mal rein. Der erste Teil beginnt mit News, was so die letzten Wochen war. Das heißt, wir durften nochmal die Impressionen, was das Team schon gemacht hat. Die haben ja die letzten G7, G20 Stände mit betreut. Da gab es einiges wieder zu tun die letzten Wochen und Monate. Da ging einiges ab dementsprechend. Politisch sollte man sich eher enthalten, weil die sind alle angespannt wegen Ukraine und Co. Da möchten wir uns auch gar nicht einmischen. Ein Danke an den Florian Ganser. Florian Ganser hat den IKEA aufgemacht. IKEA München ist so, wo jeder hier wahrscheinlich schon mal die erste Lampe bei sich im Wohnzimmer hängen hat. Und das war halt richtig cool, weil da waren knapp 6.000 Leute am Tag da. Was der Florian Ganse mir nicht gesagt hat, dass ich von 8 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts arbeiten muss. Das heißt, der schuldet mir ein Abendessen dementsprechend, und beziehungsweise ein ganzes Wochenende. Aber wir haben unglaublich Fun gehabt. Wir haben den Personalchef kennengelernt und haben festgestellt, dass der Personalchef IKEA München mein Nachbar ist. Der wohnt im Nachbardorf. Und somit haben wir Freundschaften aufgebaut und uns hat das stolz gemacht, weil IKEA hat keinen anderen Kaffeeanbieter drin, weder Daimler und Co. ist da, aber wir als kleine Mittelstand, MyBali, durften einen großen IKEA bedienen. Auch viel Neues und ganz rechts geht es auch weiter. Die Truppe zieht sich zusammen, wir haben das Beach Cleanup. Das Team aus Bali grüßt auch recht herzlich. Da startet nächsten Monat die Kampagne, denn die Mädels räumen fleißig den Strand auf. Aber die haben gesagt, bevor ich nicht selber mal 2-3 Tage gearbeitet habe, langen die gar nichts an. Und das heißt, da gibt es wieder weiter. So, ganz spannend, wie diese Videos selber loslaufen. Auch eine geile Sache. Wird immer cooler. Früher konntest du es gar nicht hochladen, dann ist nämlich PowerPoint gehangen. Jetzt geht's. Der Produktkatalog. Es gibt ein paar Neuerungen. Die Neuerungen sind wichtig, um ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, hey, was geht hier ab bei MyBali? Was setzen wir um oder was ist schon da? Erstmal gibt es ein paar Oldies wieder neu gemacht. Kaffee Crema und Espresso ging ja ziemlich ab in den Edeka-Rewe-Märkten. Die Nachfrage steigt, das heißt, es gibt Tiger Mandeling, Balista Robusta jetzt dann wieder im Handel. Und es gibt eine neue Kaffeesorte, eine Geheimsorte, die wir gerade ausbrüten. Sie hat was mit Freiheit zu tun, mit Liberty. Liberty wird auch der Name sein von der Kaffeesorte. Das ist der Liberty, der Freiheitskaffee. Das ist dann für die Freiheitskämpfer hier, die Leute, die hier probieren, ein bisschen freier ihr Leben zu genießen. Aber passt auf, ein saustarker Kaffee, der haut euch aus den Socken. Wird eine coole Sorte sein, da unterstützen wir wieder ein paar Farmer direkt. Kaffee kennt ihr. Was jetzt ganz stark aber im Aufbau ist, ist die Teeline. Teeline haben wir erweitert, da passiert gerade einiges. Da könnt ihr euch ganz, ganz freuen, denn wir haben von einem Blue Tea bis einen neuen Jasmin Pearls Tee, bis einiges an Anbahnungen. Ihr seht auch die neuen Dosendesigns, wie die aussehen. Die sind stimmig, die könnt ihr ins Regal reintun und dann könnt ihr die als Sammlerstücke benutzen. So wie ihr früher die lustigen Taschenbücher für Mickey Mouse gesammelt habt, könnt ihr dann dementsprechend eure Teesorten sammeln.
Ist natürlich für die Kunden schön, sollte auch eine schöne Optik sein. Fresh mit dazu ist dementsprechend auch der Gourmet-Pfeffer. Da kommt die nächste Tonne am Mexen-Container. Der letzte war, wie ihr wisst, komplett ausverkauft. Pfeffer hat eine unglaublich tolle Marge, hochwertiger Cheyenne-Pfeffer und unser berühmter Kokosblütenzucker. Geht weg vom weißen Zucker. Alle, die noch weißen Zucker nehmen, hört auf. Der macht nicht so gesund. Nimmt einen schönen Kokosblütenzucker, ist auch wieder Diabetiker geeignet, geht direkt ins Blut. Wird von uns wieder ganz stark gefördert die nächsten Wochen. Alle, die hier vorhanden sind im Chat, bitte notieren intern, kriegen eine Packung Kokosblütenzucker umsonst geschickt. Das heißt, wir schicken jeden ein Packerl zu, Anlage und Logistik hier. Kann jeder dann mal testen, ein bisschen auf den Geschmack zu kommen. Wir haben die neuen Foren bekommen, bitte einmal lecker dran. Und schmeckt übrigens nicht nach Kokos, sondern es hat eine leckere Karamellnote an sich. Macht süchtig. Geil für Eiskaffee übrigens. So, dann an die Frauen in der Runde. Das war der Haupttrigger. Wir haben gesagt, wie kann man gesunde Schokolade anbieten, wenn man das überhaupt sagen darf. Man darf hier keine gesundheitsfördernde Sachen nehmen. Wir werden dieses Jahr den ersten vollen Kühlcontainer mit Schokolade importieren. Die alle Weihnachten dabei waren, die haben gewusst, wir haben komplett sold out. Wir haben keine Tafel mehr gehabt. Wir haben ja richtige Süchtlinge hier gehabt, die uns die ganze Schokolade weggelassen haben, auf gut Deutsch. Mich inklusive in der Nacht, am Abend. Wichtig ist, kein Zucker drin. Auch ist Kokosblütenzucker nur drin. 100% vegan. Und ihr seht, wir haben insgesamt 12 verschiedene Sorten, von Minze bis Karamell, Crunchy, Sea Salt, etwas herblicher, bis zu 100% Vollschokolade, die nicht für jeden geeignet ist. Das ist ein bisschen herber Geschmack, weil wir sind sehr viel Süße gewohnt. Aber lasst uns freuen, Jungle Gold schickt uns den nächsten Container los, wird circa in 8 bis 10 Wochen eintreffen. Und dann haben wir für Jahresende einen ganzen Container Schokolade. Ihr könnt also in Schokolade baden quasi. Geiles Geschenk übrigens auch, kann ich jedem empfehlen. An unsere Stromoptimierer in der Runde, schenkt es den Kunden ein bisschen was, gibt es ihnen eine Tafel Schokolade und dann sind alle happy. Oder wenn ihr einen Kunden habt, der traurig und sauer ist, könnt ihr ihn damit beschwichtigen. Die Reise geht weiter, wir haben nur noch 100 Bali-Bags da. Danke auch wieder mal an alle. Ihr wisst, wir arbeiten hier mit den Balinesen zusammen, die machen diese Taschen selber. Das schaut unglaublich einfach aus, aber die sind alle handgemacht. Es dauert 2 bis 4 Stunden, so eine Tasche zu produzieren. Die machen eine nach der anderen, die Families, und 25% davon wird nach Bali gespendet. Also wir sind fast Non-Profit, haben aber echt ein geiles Produkt, das zu fördern. Tolle Sache. Gerade im Sommer nimmt es den Hype mit, jeder benutzt die Bags. Wir haben ein eigenes Innenleben, also jedes ist anders genäht. Schöne, schöne Ergänzung. Abschließend zum Interieur. Das ist unsere letzte starke Produkterweiterung. Ihr wisst ja, wir haben ja von Hölzer bis Bali-Boote bis diese Wanddesigns, wie ihr seht, inzwischen im Petto. Damit kann man sehr schön auch Büros einrichten oder mein Restaurant oder an den Olaf Drigge und sein Team, die an unglaublich vielen Restaurants dran sind, kann man auch mal sagen, hey, kannst ein bisschen am Design ändern. Ich denke gerade unser Demos-Restaurant in München, weil der hat Hölzer vor 500 Jahren. Dann kann man ein bisschen mal upgraden, dementsprechend. Wird dann ganz stark sein, wird ganz viel online auch bald verkauft. Und online ist jetzt auch das Schlagwort. Der Deal ist offiziell. Wir haben quasi die Verträge, die Tinte trocknen lassen. E-Commerce wird komplett übernommen vom Lukas als Head of E-Commerce bei MyBali. Der Lukas und sein Partner haben ihren eigenen Online-Shop auf 1,5 Millionen Euro entwickelt. Hut ab. Und das mit 25. Die haben es drauf. Sie haben nur eine sehr grüne Zielgruppe. Ich kann sie empfehlen, also jeder, der Bedarf hat, sagt, hey, ich will online tunen, will einen Funnel aufbauen, rein in dem, die Jungs haben es einfach drauf. Münchner Firma, waren überall Top-Auszeichnungen und sie lieben halt nachhaltige Geschäftsmodelle und betreiben offiziell als 10%iger Partner jetzt unser Web. Das heißt, alles, was ihr gesehen habt, wird online die nächsten Wochen gehen. Die programmieren schon ganz fleißig. Da gibt es eine deutschlandweite Startkampagne, in dem wir einige 100.000 Leute anstrahlen werden. Auch an dich, Natascha, ich habe dich heute auch schon gesehen. Natascha werdet ihr noch öfters hören. Sie managt das ganze Influencer-Marketing. Ihre Freundin ist auch eine Influencerin. Da erreichen wir einige, sage ich mal, einige tausend Leute. Also kann ich euch die Natascha-Agentur nur empfehlen. Sitzt in Hamburg, deswegen bin ich auch immer wieder mit oben. Sie betreibt die Influencer-Agentur. Ihr Bruder ist ein Top-Human-Resources, Top-Personalvermittler.
Also jeder, der Bedarf hat, einfach mehr kennen und im Notfall nochmal auf uns zurückkommen. Also danke, Natascha. Ich freue mich auf die geilen Posts. Wie läuft es ab? Im Endeffekt werden unsere Jungs von Vitain, der Lukas, die Strategien werfen, Online-Kampagnen schalten deutschlandweit und danach wird im Endeffekt die Natascha mit den ganzen Influencer ein paar hunderttausend Leute anstrahlen. Also da kommt eine ganze Welle auf uns zu. Ich bin selber schon ein bisschen hipplig, weil die letzten Wochen waren wirklich heavy, wenn ich unseren Geschäftsverlauf anschaue. Wir sind 18 Leute im Team jetzt, 18 Personen. Wir waren am Anfang sind noch 4 und jetzt haben wir wieder 18 Vollzeitleute, die hier mitwirken. Also man spürt den Antrieb hier. So, dann an unseren Sponsor, muss ich wie immer mit erwähnen. Adrian verlässt uns Ende des Monats. Adrian ist unser Generalkonsul in Hamburg. Er war der beste Förderer. Der Adrian hat uns unglaubliche Netzwerke aufgemacht. Er hat uns ein neues Netzwerk aufgemacht zur AIDA. Die AIDA hat einen Rahmenvertrag mit Indonesien geschlossen. Zur Info, die AIDA braucht auch Kaffee. Wenn einer Bock hat von euch, freiwillig 3 Wochen auf dem Kreuzfahrtschiff rumgrusen will und Kaffee ausschenken will, bitte melden. Das heißt, wir gehen hier in die Verhandlungen weiter rein und wir haben ein zweites Kreuzfahrtschiff in Holland gewonnen. Das lebt von Amsterdam ab, auch zur Info. Also wir gehen immer mehr in diese Line auch mit rein. Chocobi kommt in ein Jahr wieder, habe ich gehört. Dieses Jahr ist keine Reise mehr nach Deutschland geplant, unser Präsident quasi. Und Habers Traurig, unser Botschafter, der uns gefördert hat, wird uns auch verlassen. Wir freuen uns schon auf alle Nachfolger, um die Geschäftsbeziehung aufrechtzuerhalten. Aber alle haben uns versprochen, aus Jakarta, aus unserer Hauptstadt Indonesiens, wieder zu unterstützen. Und endlich ist soweit. Wir haben jetzt die Packungen schon bekommen. Wir haben die Sticker bekommen. Ich habe es euch saulange versprochen. Der Boyolali-Kaffee ist endlich da. Hier nochmal für alle, die es vergessen haben. Es ist ein kleines Dorf aus 40 Leuten, 40 Farmer, die noch nicht mal aus von ihrer Insel runtergekommen sind. Und die Jungs haben uns jetzt quasi 18 Tonnen geschickt. 18 Tonnen bekommen wir und sie kriegen rechts ihre eigene Boyolali-Line. Die Farben von der Packung, wo ihr rechts seht, die Farben gehören zu dem Dorf. Das ist wie in Bayern unser Logo, weiß-blau quasi. Und oben so haben die ihr Logo. Und wir drucken immer das Logo von dem Dorf auf die Packungen drauf. Also einfach, um die auch ein bisschen stolz zu machen. Und wie stolz sehen Sie die auch vielleicht? Ja. Also ich finde es immer wieder cool und es wäre gelogen, wenn ich nicht sage, es hätte mich nicht sehr emotional gestimmt. Man hört nicht, schreibt jemand im Chat. Das höre ich nicht. Gut, war dann ein Stummfilm, ist auch egal. Hat früher auch funktioniert. Ich hoffe, ihr hört mich zumindest. Man hat im Endeffekt die Pharma, die, das kann man sich nicht so vorstellen, wie man es irgendwie so aus dem Fernsehen kennt, sondern die Pharma, die sammeln die Ernte ein, die feiern so ein Erntefest. Die beten dann, die weinen die Bohnen, die freuen sich und übergeben sie halt zeremoniell. Und das ist das, was sich immer sehr bewegt hat, weil die segnen die ab, glauben daran und freuen sich, uns eine unglaubliche Ernte nach Deutschland zu schicken. Und wie ihr wisst, My Bali Coffee Direct Trade, wir zahlen $1 bis $2 mehr pro Kilo. In Brasilien, wo wir stark dagegen sind, nicht gegen die Pharma, sondern wie es läuft, kostet Grünbohne nur $1 bis $2. Da kriegt der Bauer nur $1 und von $1 kann halt ein Bauer nicht leben. Das geht einfach nicht. Und die indonesischen Farmer, bin ich stolz, kriegen im Schnitt $3 bis $4 von uns. Wir haben es also geschafft, $2 den Einkaufspreis zu erhöhen, geben es den direkt weiter und es hat ganz andere Schicksale ausgelöst. Und die geben uns die besten Qualitäten dafür und mit den besseren Qualitäten können wir stärker ins Geschäft kommen und bessere Qualitäten im Supermarkt anbieten. Also die haben mehr davon, wir davon und dementsprechend haben wir diese Zwischenstufe ausgeschalten. Okay. Und warum Kaffee auch ein gutes Investment ist, möchte ich euch auch gleich nochmal zeigen. Das heißt, Kaffee hat sich rendiert die letzten Jahre. Ich will euch einfach mal zeigen, welche Marktpower hier dahinter steckt. Jetzt kommt ein Thomas Beiten noch in den rein, der war bestimmt auch noch beim Kunden. Das ist unser VEU-Leiter. Kommt in den VEU, wenn er schon dabei ist. VEU ist unser Mittelstandsprogramm in München. Unsere Gruppe wächst.
sind in der Nähe vom Stachus und VUU ist ja auch deutschlandweit. Also jetzt Member, darüber habe ich auch schon sehr viele tolle Menschen kennengelernt. Okay, wenn der Thomas Beiten schon in der Runde ist, hat ein Office im Stachus, der kennt sich auch mit Zahlen aus. Man sieht das Marktpotenzial von Kaffee. Es gibt insgesamt in Deutschland, vielleicht für jeden hier mal interessant, 3.030.000 angemeldete Firmen. Also wir haben 3 Millionen angemeldete Firmen in Deutschland. Und jetzt an meinen Außendienst hier, derjenige, der mir erklärt, dass wir nicht genug Potenzial hätten, weil alle Nein sagen, dann geht lieber diese 3 Millionen Kontakte an. Da sind genug Menschen, die Kaffee wollen, weil alle 3 Millionen davon trinken bestimmt 2 Millionen Kaffee. 500 B2B-Kunden haben wir schon in dem Segment. Ganz viele werden reaktiviert, möchten auf 1.000 bis Ende des Jahres wachsen. Also bis nächstes Jahr, jetzt ab jetzt quasi. Supermärkte gibt es 11.000 Stück. Das ist unglaublich. Ich rede jetzt nicht von allen, sondern nur von Edeka, Rewe, den der mittleren Klasse. Das sind jetzt Billigdiscounter ausgeschlossen, weil die können wir nicht beliefern und möchten wir noch nicht. Würden wir nämlich einen Billigdiscounter beliefern, muss ich das Geld den Bauern wieder nehmen. Und das machen wir nicht. Wir wollen, dass der Bauer das Geld bekommt und das kriege ich nur, wenn ich einen Kaffee für einen sauren Preis anbiete. Von 11.000 Märkten, da haben wir noch einen neuen Kollegen, der Andreas Brennauer, ist ein Top-Salesman, der hat schon große Sales-Strukturen betreut, der ist heute auch mit dabei. Der wird ganz stark im Sales die Organisation vorantreiben. Der kommt aus dem Industriegeschäft und der hilft jetzt im Team, diese Sache zu organisieren. Das B2B, Supermarkt, Hotels, Restaurants, immer schön auf diese Planzahl laufen. Wenn wir Ende 2024 knapp 5.000 Märkte beliefern, 500 Hotels und Co., macht es Spaß. Nur ein Geheimnis, ich weiß, dass der Olaf Brigo hier im Team allein 300 Restaurants allein schon hat. Also es wäre schön, lieber Olaf, Appell an dich, dass du mal mehr Kaffee hier verkaufst und nicht nur das andere. Wäre ganz lieb von dir, damit wir die Zahlen schaffen. Kaffee hat sich bewährt, Container sind versichert. Also sprich, was passiert, wenn der Container sinkt, werde ich immer wieder gefragt. Was passiert mit meinen Kunden oder Investoren? Es ist nicht, dass es mich freut, aber in dem Moment, wo ein Container nicht ankommen würde, kriegen wir sofort einen Ausfall von der Allianz gezahlt. Unser ganzer Gewinn ist nämlich versichert. Also in dem Moment müssten wir gar nicht mehr abverkaufen, auf gut Deutsch. Ich sehe auch übrigens noch junge Gesichter im Team. Ich werde immer ein bisschen ausholen. Wer Connection noch in Hamburg braucht, der Anton und Norfried sind im Hamburger Region noch ganz stark vertreten. Wenn jemand ein Netzwerk hat, sehe sie in der Runde. Dann haben wir für Stuttgart-Ulm haben wir den Fonds. Ich kürze ihn jetzt mal einfach mal ab. Ist auch ein Team-Member dementsprechend. Verknüpft euch, nutzt es dementsprechend, weil ich glaube, Sales kann jeder in irgendeiner Form gebrauchen. So, also Marktpotenzial ist genug damit dabei. Und da geht der Aufbau hin. Und jetzt denke ich nur an ein bisschen Verknüpfung. Ihr müsst wissen, jeder dieser Supermarktinhaber ist ein eigener Betrieb. Also sprich, die haben eigene Entscheidungskraft. Jetzt habe ich gerade an Happy You gedacht zum Beispiel. Der Stefan heute ist im Team, der stattet nämlich Unternehmer aus. Und wenn der Stefan hergeht als Beispiel und man macht jetzt 300 Supermärkte auf, wo er an 300 eigenständigen Supermärkten ist, die jeweils 10 bis 100 Angestellte haben. Zum Beispiel Fallstätter, die wir betreuen, hat 200 Angestellte. Das ist nicht zu unterschätzen. Und jeder kann, Daumen hoch macht Stefan gerade, denn Stefan hat ein geiles Produkt mit Happy You. Das heißt, er muss gesundheitlich, können die Mitarbeiter einkaufen. Also Supermarkt einkaufen ist schon wieder dasselbe. Nur so ein bisschen den Bogen zu spannen. Also ich probiere heute immer wieder, euch zu connecten, damit ihr stärker läuft. Haben wir mehr Kunden, die glücklich sind? Könnt ihr mehr glückliche Kunden haben? Habt ihr mehr Kunden, die happy sind? Nutzt es uns, weil wir Kaffee dann einfach verbreiten können. So läuft das Spiel dementsprechend. Okay? Gut, also hier ist das Potenzial drin. Nutzt es. Ich glaube, da ist für jeden was mit drinnen. Ich kann nur anbieten, lasst uns dieses Potenzial zusammen weiter aufbauen. Und jeder, der heute im Chat ist, hat irgendwas davon. Der Kunde hat tolle Zinsen, weil Edeka, Rewe haben wir schon immer bezahlt. Wir hatten noch nie einen Ausfall. Es gab noch nie, dass sie uns nicht bezahlt haben. Dann die Supermärkte und Hotelinhaber sind interessant. Ich denke an unsere Financial-Abteilung. Ein Hotelinhaber ist jetzt kein Armer. Wir haben Restaurantinhaber, die haben 6-stellige, 7-stellige Vermögen. Nicht alle, aber ich weiß, dass das Tantris auch schon mal ein Kunde in München von uns war, das berühmte. Wir haben ja ganz verrückte Kunden schon aufgebaut. Appell an Hamburg gleich, bitte das Eat-Restaurant unbedingt besuchen. Die haben ja schon wieder geschrieben. Also Anton, bitte an Eat. Eat ist in der Fußgängerzone, 400 Besucher am Tag. Also Norfried, knapp durch die. Die sind auch sehr vermögend und tolle Menschen. Also helft sie ein bisschen, da auf die Gänge zu kommen, okay? Jetzt, wo wir gerade dabei sind. Dann haben wir schon nämlich das nächste Restaurant. Also hier steckt Power drin. Für diese Power brauchen wir Support aber. Ich brauche Support von
euch. Ich schaffe das gar nicht alleine abzuarbeiten, das möchte ich auch gar nicht. Ich brauche Hilfe in unserem Netzwerk. Die MyBali Community braucht Support im Membership. Membership ist, was wir ganz stark jetzt behandeln. Was ist ein Member? Ein Member ist einer, der bei uns quasi mit dabei ist. Das ist aus folgender Historie entstanden. Die meisten Menschen, und da werden unser Finanzexperte von Valoritas recht geben, sind leider noch in Geldwerte angelegt. Geldwerte ist so, wie soll ich es erklären? Geldwerte sinken in der Regel, es ist Sparbuch, schlechte Anlagen. Und wir haben gesagt als MyBali, hey, so sind wir ja auch entstanden. Wir haben unser Geld genommen und haben Kaffee gekauft. Ich habe Kaffee gekauft für 3,50 Dollar, steht jetzt bei 8 Dollar. Ich habe in deinem Sachwert Gewinn gemacht und abgesichert. Wir raten also ein, in Sachwerten das zu sichern. Und wir laden die Community ein, Sachwerte einzusteigen. Wie macht man das? Man wird Member. Member heißt, ich bin Member, habe einen Anteil, kann 1.000 Euro investieren. Das heißt, Minimum ist 1.000, Maximum 250.000. Und dann kann ich immer Anteile zeichnen und bekomme wie bei einer Genossenschaft meine 5,25% dementsprechend. Das ist sehr ordentlich. Wir bringen ständig Zuwachs. Und wir merken immer wieder, dass es beliebt ist, weil die Kunden keine Gebühren zahlen bei uns. Das heißt, sie müssen nicht zahlen. Und was machen wir? Wir kaufen wieder Kaffee, Tee und geben das Ganze, die Ware wieder Edeka. Und so weiter geht das Ganze. Das heißt, die Members, die wir erschließen, können Kunden sein, sie können Endkunden sein. Restaurantinhaber haben wir als Members. Beispiel, ich habe ein Restaurant, das ist ein Platin-Member. Der hat quasi selber 10 Anteile bei uns und er darf 30% billiger den Kaffee im Restaurant kaufen. Jetzt fragt man sich ja, was bringt das überhaupt? Warum soll der Member werden? Also ganz einfach, wenn ein Restaurant 500 Kilo braucht im Jahr, reden wir von einem Einkauf von 20.000 bis 40.000 Euro, wo der ausgeben muss, ein großer Betrieb. Wenn er 30% billiger einkauft, kauft er für 10.000 Euro weniger den Kaffee ein bei uns. Muss jetzt nicht der Restaurantinhaber selber sein, kann auch ein Kleinkunde sein mit einem Anteil dementsprechend. Okay, also unser Ziel ist, die Members zu erweitern. Wir haben insgesamt 1200 Members aktuell oder Anteile dementsprechend im Umlauf und möchten jetzt die Members auf Silber, Gold, Platin erhöhen. Wir haben mehr Kunden im Bestand und die Members, die es interessiert, mehr zu investieren, leite ich euch an die Spezialisten hier in der Mannschaft weiter. Oder im Team, die können es besser machen, die können die ganzen dementsprechend mit beraten. Warum preise ich das Ganze an? Weil wir mit der Membership ein unglaubliches Power auf dem Aufbau sind. Die Member kriegen billigeren Zugang zu unseren Fitnesspartnern, billiger Zugang zu den Produkten. Wir möchten, dass die Leute, die uns supporten im Wachstum, alles zurückbekommen. Und Platin-Member, jetzt übertreibe ich mal, ich habe einen Platin-Member, einen Arzt, mit dem habe ich gestern gesprochen, der kriegt jetzt einen Kontakt, dass er sogar im erneuerbaren Energiesegment anlegen kann. Also sprich, im Steuersparmodell. Also ihr müsst wissen, die Members, die mehr Geld haben, die haben immer Steuerprobleme, die ganzen Inhaber. Und da gibt es wieder Lösungen. Und dann helfen wir dem Platin-Member, weil er uns geholfen hat, auch zu wachsen. Oder im Goldbereich, das sind die meisten, das weiß jeder, Gold ist mein Favorite. Wir haben ja auch mit Auvesta, unserem Goldpartner, viel im Goldbereich gemacht. Deswegen auch diese Goldline bringt dementsprechend was. Okay, soviel zum Membership. Also wenn ihr Members habt, Member werden wollt, wie funktioniert das Ganze? Einfach an investoren@mybalicoffee.de schreiben, hey, ich habe Bock, Member zu werden, ich will dabei sein im Team. Member ist man ab 1.000 Euro und man kann jedes Jahr seine 1.000 Euro übrigens wieder rausholen. Also keiner ist hier gebunden, das möchten wir gar nicht. Also der in der MyBali-Community dabei ist, hat mindestens einen Anteil, so das Kleinste, kriegt dann alle Einkaufsvorteile oder kann seine Ansprechpartner dementsprechend kontaktieren. Okay, so viel zu den Themen. Jetzt würde ich gerne noch die Natascha kurz interviewen, wenn das okay ist, weil die Natascha habe ich nicht jeden Tag mit dabei. Die Natascha muss ich mal entstumm schalten. Ich glaube, ich muss sich jetzt ein bisschen anklicken und vielleicht kann sie ein bisschen stellvertretend noch mal kurz was erklären, wie das jetzt halt mit dem Influencer-Marketing läuft. Wir kommen jetzt auch in die Schlussrunde mit rein. Das Wort gehört euch oder Community. Ich picke mir jetzt noch 2, 3 Leute raus. Ja, genau. Willkommen, Natascha. Danke, dass du uns unterstützt. Kannst du vielleicht ein bisschen mal sagen, weil ich habe heute genug geredet, um ehrlich zu sein, was können wir zusammen tun und was können wir für die Leute hier tun? Ja, sehr gerne. Also Influencer-Marketing ist ja gut für emotionales Branding, also das, wofür Bali steht, für die Nachhaltigkeit, für die Unterstützung der balinesischen Bauern,
für den günstigen Kaffee für den Alltag, für jedermann in den Supermärkten. Und dafür ist es halt wichtig, Menschen und Influencer zu finden, die eine gewisse Reichweite haben und auch dafür dann einfach stehen, für diese Werte. Und da werden wir jetzt rausgehen und die richtigen Influencer dafür beauftragen, die Produkte raus in die Welt zu tragen, da, sodass sich die Touchpoints praktisch verringern und die Marke auch einfach mehr im Alltag wahrgenommen wird und auch mit den Werten, die wir vertreten. Und das ist ja super toll, weil bei Mali Kaffee man ja nicht nur Kaffee trinken kann, sondern der ein oder andere mag vielleicht einen Tee oder, wie du gerade angesprochen hast, die Schokolade für die Frauen oder den veganen Zucker, das Interior Design. Da gibt es auch Influencer, die im Bereich Interior Design tätig sind. Und Influencer, die mehr finanzaffin sind, und jeder sucht ja gerade in Krisenzeiten irgendwelche Finanztätigkeiten oder Investmentsmöglichkeiten, da sind natürlich die Memberships super, als die dann mit unpromoted werden oder mit vorgestellt werden, sodass auch diese Meetings hier gefüllt werden, weil das dann auch eine Regelmäßigkeit hat. Ja. Das Füllen ist ein wichtiges Wort. Also wir sind genauso auf eure Empfehlungen angewiesen. Wir haben ja jede Runde wurden wir größer und stärker. Wir haben es ja sehr oft offline betrieben. Also ich erkläre es nochmal zwei, drei Takte. Die Natascha, quasi unsere Online-Jungs, schauen, dass eine Haufen Members entstehen. Oder wir arbeiten zusammen, das Haufen bei Bali. Trinken quasi. Im zweiten Step hat die Natascha, wir mit dem Plan gehen, was kann man aus dem Member machen? Weil der Member ist jetzt da. Man hat die Member freuen sich, die kriegen so preiswerten Kaffee, sie kriegen geile Produkte und dann kann man sagen, hey, tu was für deine Gesundheit, geh da trainieren, kriegst Nachlass, geh dahin. Also die MyBali Community, die soll auch den Lifestyle und jeder, der in Bali war, weiß es, die sind Yoga-affin, die ersten, die Footballs, das Essen ist halt einfach anders und das müssen wir fördern und das wollen wir der Community weitergeben, dass wir sie vom gesundheitlichen Aspekt schulen, was sollen sie essen, wie können sie mit ihrem Körper umgehen. Ich schalte jetzt einfach mal die Julia noch mit dazu. Jetzt nehme ich sie ganz frech trotzdem mit rein. Dann haben wir die Tascha, die überleitet. Und Natascha, die Julia ist für dich auch interessant, weil die Julia, glaube ich, auch im Influencer-Marketing wird geile Sachen in München machen. Geheimnis an dich, Julia, eine ihrer besten Freundinnen ist wirklich eine Top-Influencerin, die aus München kommt mit 50.000, 60.000 Follower. Wenn die paar Posts mit dir schaltet, wir beide kann was rauskommen. Aber Julia, vielleicht kannst du mal sagen, warum wir Geschäftsleute mit einer halben Stunde Training bei dir fit werden, weil viele haben ja versagt im Training. Cool, ja, also Natascha, ich habe gerade schon auf Instagram eine Anfrage geschickt, freue mich auf jeden Fall. Ja, mein Gott, es geht eigentlich im Endeffekt um zwei Themen. Wir haben alle wenig Zeit und die wenige Zeit, die wir haben, wollen wir halt mit schönen Momenten verbringen. Vor allem wollen wir die schönen Momente dann auch genießen können. Also ich möchte, wenn ich auf der Terrasse am Nachmittag sitze und noch schön Kaffee trinke, möchte ich diesen ruhigen Moment auch genießen können. Genau, und deswegen sage ich einmal in der Woche zu mir zum Auspowern kommen. Und ich könnte jetzt zwei Stunden lang euch erzählen, wie das Training funktioniert. Und am Ende habt ihr es eh nicht verstanden, weil man muss es einfach ausprobieren. Man muss es spüren, es geht jetzt nicht irgendwie klassisch um Wookiee-Bude pumpen, sondern es geht einfach wirklich um unsere Gesundheit und unsere Werte im Leben, einfach das Schöne genießen können. Ja, und mehr dann gerne auch beim nächsten Mal. Okay, dann sage ich danke, dass du heute auch beiwohnst. Für mich ist es so toll, weil der Kreis sich immer mehr schließt. Ich meine, von der Tasse Kaffee, nur ein, zwei Trinken am Tag, mehr empfehle ich gar nicht, bis hin zum gesunden Sport, zu so einem Lifestyle, das hebt die Happiness. Wenn ihr mehr happy seid, habt ihr ein schöneres Leben schlichtweg, ihr fühlt euch besser, ihr fühlt euch stärker und trainierter, ihr seid einfach besser drauf. Jeder kann es auch bestätigen. Ihr kriegt eine ganze Aura, zieht wieder tolle Menschen an und somit geht es weiter. Und ich denke, das ist auch der Lifestyle, den wir jungen Unternehmer auf jeden Fall leben und auch entwickeln sollen dementsprechend. Und das Influencer-Marketing, das Ganze online von Insta bis Co. nicht mehr wegzudenken ist, brauchen wir gar nicht mehr darüber reden. Und MyBali ist halt eine geile Marke, die für Influencer halt perfekt ist, weil das ist ja der Lifestyle und das wird die Natascha dann unterstützen. Okay, und jetzt, wo er schon dabei ist, tue ich den Stefan jetzt auch nochmal kurz mit online schalten, weil dann nutzen wir jetzt noch die letzten 10 Minuten. An alle lieben Member, 10 Minuten sind wir auch durch, dann könnt ihr in eure Wohlfahrt
in das Feierabendbierlein gehen. Stefan von Happy You ist da, freut mich. Ich finde dein Konzept richtig geil. Die haben eine geile Founding-Phase hingelegt. Ich stehe auch hinter dem, was ihr macht. Ich würde dich auch mit dem Friedhold Rädler verknüpfen, der auch ganzen Lohnkosten macht. Aber vielleicht sagst du selber mit 2, 3 Takten, warum dein Gesundheitskonzept einen happy macht. Ja, ja, danke, Sascha, auch für die Einladung, für die kleine, nette Plattform. Die Community soll einfach nur Folgendes wissen. Wir adressieren ja zum einen die Arbeitgeber und wollen deren Happiness-Faktor oder Unternehmenskultur in Happiness verwandeln, weil wir Gesundheit der Mitarbeiter adressieren. Also die zweiten, die wir adressieren, sind die Mitarbeiter, die Happy User. Und für den Arbeitgeber muss sowas einfach sein. Einfach, simpel, rechtssicher. Und das kombinieren wir, also ein Tool, eine Mitarbeitergesundheitskarte mit einer App, die es ermöglicht, die Individualität, die halt bei Gesundheit jeder so mit sich bringt. Jeder will sich irgendwie anders gesund verhalten, ob gesund essen oder sich gesund bewegen und dergleichen. Und da haben wir, ähnlich wie ihr es macht mit MyBali, halt einen Marktplatz geschaffen in einer App, wo alle Gesundheitsanwendungen über Equipment, Fitness, Studio-Anwendung, Coaching, auch die Julia bald, hoffe ich, mit ihrem Outdoor-Training dabei ist, buchbar ist. So kann also der Arbeitgeber wirklich mit kleinem Beitrag erstmal Geld, aber das ist gar nicht so trivial, die Gesundheit der Mitarbeiter führen und den Happiness-Faktor steigern. Deswegen haben wir auch Happy und You, also dieses Why auch in der Mitte im Logo, weil wir das als Motivation und als unsere Vision ansehen. Wir wollen Gesundheit einfach umsetzbar machen. Danke, Sascha, für die Plattform. Okay. Ich hoffe, mit vielen von euch in Kontakt zu treten. Okay. Danke, Stefan. Für alle, die heute die ganzen Themen zum ersten Mal hören, also ganz easy, wir schicken das sowieso in Ruhe in den Newslettern raus. Wir informieren, wir erklären auch, wer wohin muss. Ihr habt heute sehr, sehr viele Impressionen bekommen. Ich probiere das so ein bisschen zusammenzuführen. Zum einen wollen wir, dass die Menschen gesundes Essen haben, gesunden Kaffee trinken, guten Zucker, gute Lebensmittel. Das ist so der erste Schritt, weil die Ernährung prägt uns. Es geht uns einfach besser. Und wenn wir anderen Menschen auf der anderen Seite der Welt helfen, weil wir denen mehr Geld bringen und die leben können, geht es uns noch mal besser. Dann ist unsere Seele beruhigter, weil man kann Geld machen und auch viel Geld weitergeben, wenn man es richtig macht. Und gesunde Finanzen ist das zweite Thema. Sind wir ehrlich, wir sind ein Wirtschaftsstaat. Man muss Business machen. Wir leben in einem Kapitalismus dementsprechend drinnen. Und die gesunden Finanzen werden hier aufgeräumt, indem man im Endeffekt hier ein ganzes Profiteam hat. Wir haben hier in der Mannschaft Team, die helfen, Strom einzusparen. Olaf hat unglaublich Menschen, der hat denen tausende Euro Stromkosten gespart. Das ist auch fast der Lebensretter gewesen die letzten 3 Jahre, weil manche Familien haben 1.000, 2.000 Stromnachzahlung bekommen. Die hat es zerrissen. Und der Olaf hat sich zur Aufgabe gemacht, diese ganze Energiesektor einzusparen. Dann haben die Familien mehr Geld wieder frei oder die Unternehmer. Können wieder besser investieren. Also top Sache. Können Members werden. Wir brauchen die Members, damit wir mehr Ware einkaufen können. Je mehr Ware wir haben, desto größer können wir das Rad drehen. Ihr habt es ja gesehen, wir können 500 Märkte machen, wir können 2.000, wir können auch 5.000 Märkte machen. Das geht aber nur, wenn wir genug Members haben, die zusammen das nach oben skalieren dementsprechend. Und dann geht es Richtung körperlicher Betätigung, Fitness, weil wenn du viel Geld hast, glücklich bist, bringst du ja auch nichts. Wenn du dann ungesund bist, musst du auch an dir arbeiten. Ich muss auch 2-3 Mal die Woche trainieren, um fit zu bleiben. Ich mache jeden Morgen fleißig meine Liegestützen, werde gedrillt und dementsprechend muss jeder da dranbleiben. Dann entsteht eine eigene Happiness und dann sind wir bei Happy You, Happy Me, Happy You, My Body, whatever. Wir lieben das ja. Aber wenn ihr selber, wenn es euch gut geht, dann geht es den anderen auch gut. Das ist ganz einfach. Ich habe gelernt, wenn ich anderen Menschen helfen will, muss es mir selber gut gehen. Geht es mir schlecht, kann ich anderen Menschen nicht helfen. Ja? Und mich macht es immer mehr stolz, weil heute haben wir 21 Persönlichkeiten hier im Chat. 21 Leute, die alle sich tollen Sachen verschrieben hat. Und ihr merkt, dass wir auch gute Leute immer wieder hier einladen, die nämlich dazu passen. Denn Gleiches und Gleiches gesinnt sich. Und alle 21 Personen hier können sich gegenseitig unterstützen, indem man mit Kunden arbeitet, sich entwickelt und immer wieder dieselben Ziele verfolgt. Bis hin zum Anlagebereich, wo der Thomas Beiten oder die Avesta, unser Edelmetallpartner, sehr viel abgesaved hat für unsere Kunden. Kann man ruhig schlafen. Also ist alles heute vertreten dementsprechend. Okay. Ich möchte es auch nicht überziehen. Ich habe euch versprochen, dass diese Runden in der Regel nur 30 Minuten bis 45 Minuten dauern. Ich bedanke mich an alle Gäste, an alle Sponsoren dementsprechend. Ihr bekommt im nächsten Zug jetzt nochmal den aktualisierten Newsletter geschickt.
Im Newsletter steht das Ganze mit drinnen. Da haltet ihr auch den Link zum Membership, auch unser Westerlink dementsprechend. Ihr erhaltet auch die größeren Kunden von meinem Partner Thomas. Beiden erhaltet ihr noch einen Kontaktdaten. Da werdet ihr einiges sehen. Und dementsprechend lasst uns im Team zusammen was bauen. Denkt nicht nur auf euer Business, bitte. Schaut einfach, hey, neben mir gibt es noch andere Sparten, aber die Sparten sind genauso hilfreich, wenn alle zusammenhalten. Weil wenn wir mit 21 Persönlichkeiten richtig was anschieben, haben wir zusammen über 210 Stunden am Tag, wo wir was bewegen. Das sind ein paar Tagen Tausende, 4.000, 5.000 Stunden, die wir hier zusammen reingeben. Also weg mit den Ellerbogen, mehr Richtung Team wieder. Das ist mein Appell, gerade nach Covid. Das ist das, für was MyBali steht. MyBali soll die Menschen vereinen bei einer Tasse Kaffee. Nutzt diese kleine Tasse, um eine Community zu schaffen. Unterstützt euch. Und jetzt kommt ihr alle in euren wohlverdienten Feierabend. Danke euch, macht es gut und wünsche euch eine gute Zeit und den einen oder anderen sich bald auf dem Golfplatz. Gell? Alles Gute. Ciao nach Holzkirchen auch. Ciao, Ansemai. Bis dann. Tschüss.